Dieser Fahrstuhl sieht irgendwie interessant aus. Irgendwie anders als die anderen Fahrstühle, die ich vorher gesehen habe. Ist nicht toll. Es ist... Machen wir Cliffhanger alle raus. Nein. Menno. Es ist unter dem oberen Drittel der Fahrstühle, oder wie war das nochmal? Der eine kam mit seinem Radfratz. Es ist like in the top percentage of retailer. Ja. Ich dachte, du kennst vielleicht auch auf Deutsch. Nein, das habe ich auf Englisch gehört, das habe ich auf Englisch im Kopf. Okay, die Pfeile wollen mir was sagen, ich soll in diese Richtung gehen. Was? Ist was? Nee, ist alles gut. Wird das jetzt so ein Fahrstuhlrätselbester? Frag mich nicht, ich bin grundsätzlich eigentlich gerne ein bisschen mit dem Stück voraus, aber ich... Whatever. Hallo. Vorher aufgehört. Alarm, Eingänge gesichtet. Hey. Wir sind noch verletzt, ne? Es ist so ein Eindringling. Gaku. Und jetzt muss ich den angreifen. Und das finde ich so voll nicht toll. Ja. Jetzt finde ich meinen Formeo jetzt eigentlich voll widerlich. Ich such dir einen neuen Trainer. Warum gibst du, das sieht jeder irgendwie da so. Eigentlich habe ich es versucht anders zu sehen, weil von mir weiblich ist, aber okay. Ja gut, das geht auch. Macht sogar noch mehr Sinn, irgendwie. Ist auch nicht ganz so abstoßend. Ach Gott, ja. Mal schauen, wen beiß ich jetzt? Der unentschlossene Vampir. Wen beiß ich jetzt? Keine Ahnung, entscheide dich selbst. Du hast die Auswahl zwischen normal und normal. Okay. Holy cow. Die heilige Kuh ist umgekippt. Komm, Sienna, mach mal was. Tu mal was! Jana, ich hab was getan, darf ich gehen? Ehrlich, wer findet so ein Modell? Ich weiß es nicht. Was ist das denn jetzt? Ach so, Umformung, genau. Aber mir verwandelt sich. Weil es jetzt viel weniger komisch aussieht. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie wollten die so ein unterschwellige Nachrichtenkommunikation haben, oder? Nächster Tag wird wahrscheinlich Sonnentag und die nächste Hagelsturm sein. Okay. Dann gibt's Pulverschnee. Das ist die Standardzeit von Formeo. Bei Gegnern. Okay. So. Macht Konfusion hier bei Formeo Sinn? Hau drauf, dann weißt du es. Momentan ist das Typ Wasser, also macht es weder mehr noch weniger Schaden. Wieso sieht eigentlich das Bild da oben nicht? Weil es das schon Abbild ist. Ja. Okay. Meteorologe? Aha. Ah, okay. Pulverschnee wäre die andere Möglichkeit. Meteorologe ist so ein bisschen... Hier, frisst Schaden entsprechend der Wetterverhältnisse. Oder so. Ich sage für morgen... Altes Wetter ja voraus. Ich sage für morgen den Tod voraus. Ja, irgendwie so. Formeo ist so ein. Formeo ist auch so ein Forschungsprojekt, ne? Eigentlich. Ha? Wenn ich also aus Rubin und Saphir richtig verstanden habe. Weil das nämlich im Wetterforschungszentrum einem gegeben wird. Als ja eben. Erforscht das Pokémon irgendwie so wegen Wetter. Ich merke, Feuer auf Wasser macht wenig Sinn, ne? Ein bisschen. Feuer macht jetzt eh weniger Schaden, weil es regnet. Naja. Na gut. Dann da mal reingebissen, dann halbherzigen Ball geworfen. Der Ball wirft sich zuerst, ne? Ja, ist mega, ist trotzdem halbherzig.
Warum? Dafür will ich eigentlich nicht unbedingt haben. Ich weiß nicht. Ich meine, es kratzt deine Gegner mit seinem Schwanz. Noch einen Grund dagegen. Ich hab's trotzdem. Gut, was soll's. Remoraid! Remoraid. Jo, passt. Weiß nicht, manchmal glaube ich, du hast Schneckmark nur, um es immer als Fleischschild zu verwenden. Ja. Das ist nicht War Thunder. Es ist auch sonst kein bist Shooter. Bist auch nicht du. Ich esse jetzt weiter Schild. Dann tue das. Tu ich auch. Du bist davor, dass dich längst einen Kurzschluss bekommen haben. Ist isoliert. Ist isoliert, genau. Ist ja geerdet. Naja. Was war noch was? Donnerschock war... Paralysieren? Stärker. Stärker. Nee. Was denn? Donnerblitz ist das Stärkste, soweit ich weiß. Gut. Kann man an den AP-Zahlen sehen. Kann man grad sagen. Wie oft denn noch? Oder kann es sein, dass dieses vor Mio nicht mal... Remoraid kann Sonntag bis... Ja, Sonntag kann so ziemlich jedes Pokémon lernen. Sieht auch nicht weniger komisch aus, ne? Hat, dass es keinen Schaden macht. Na doch, ein bisschen was. Okay, Level 35. Gleißendes Sonnenlicht. Und ja, ne? In so einem unterirdischen Komplex. Ja. Habt ihr die künstliche Sonne. Ecke eingerissen, naja. Elemenu, so. Flammenwurf, okay. In meiner ganzen Zeit als ambitionierter Pokémon-Trainer habe ich heute zum ersten Mal die Entwicklung von Visor auf die Senior mit dem Wort Senior zusammenbringen können. Wow. Das war jetzt aber. Ja? Ich hab vorher nie drüber nachgedacht. Und ihr alle wart dabei. Ja, okay. Sollte meine Pokémon nach dem Kampf wieder auffrischen? Aber nicht doch. Eisen ist noch nicht. Die Decke fehlt immer noch. Ach ja. Hatte ich nicht so eine alles angreifende Attacke irgendwo? Oh, was soll's? Nicht bei denen. Flügelschlag? Vielleicht? Kannst du machen, Bodycheck macht aber glaube ich mehr Schaden. Okay. Aber tut dir halt auch selber ein bisschen weh. Das ist mir relativ egal. Mantax tankt eh alles weg. Ich muss sagen, für einen Doppelkampf ist das Moveset von dem Kerl eigentlich ziemlich gut. Du hast Formeo mit Regentanz und hast du Remoraid unterstützend von Sonntag. Hast das wie Senior, was unterstützend von Sonntag eben Flammenwurf kriegt und Remoraid auch.
Ich will unbedingt einen Remo reiten mit Flammenwurf. Er will das nicht. Ich finde ja in der Hard Golden Edition einfach auch mein Mewtwo schon geil. Ja? Wieso? Komme ich denn noch drauf? Die richtige Reihenfolge. Remoraid bekämpft sich selber. Ja, ja. Das ist Remoraid gegen Remoraid, so. Mein Mewtwo hat. Flammenwurf. Irgendeine Donnerattacke. Eisstrahl. Und Psychokinese. Okay. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also ein super Allround-Ding. Ja. Ich meine, genau wie mein Gyarados, glaube ich, auf der Edition. Nee, in der Platin. Hat einfach mal, oh, wie hieß das nochmal? Die starke Flammenattacke mit dem sternförmigen Muster. Weiß ich nicht. Ich habe das normale Pokémon... Pokémon-Spieler wissen, was ich meine. Ja. Ich fange gerade so viele Feuerattacken ein, aber nicht die. Flammenrad? Feuersturm. Feuersturm. Okay. So. Hätten wir es dann. Daku. Dass ich besiegt werde. Geld. Mhm. So. Ich kam ja irgendwie hier so raus. Ich zweifle, dass die mir am Rückweg hinterher stellen werden. So, wo gehe ich mich heilen? Ich habe am besten August, dann muss es am nächsten dran sein, oder? Kann sein. Einen schon? Weil ich meine, es ist jetzt den Aufzug runter und dann zwei Schritte nach rechts. Du hättest auch einfach im Labor alle verwundeten Pokémon auf die Box legen können, dich aus- und einloggen und wieder nehmen. Das wäre aber etwas länger gedauert, glaube ich. Wo ich kann mal da, wenn kann ich gleich einfach mal die Aufstellung ein bisschen was abändern. Warum nicht? Ein angegriffenes Pokémon dekryptonisiere ich jetzt fürs erste Mal nicht mehr. Okay. Dekryptonisieren? Mhm. Ja, ich habe keine Lust auf Operation im offenen Herzen. Das ist. Wenn überhaupt, heißt es ja purifizieren, aber. Egal. Auch wenn das auch nicht richtig damit zu tun hat, aber das klingt irgendwie logischer. Ja, reinigen möchte es aber auch nicht. Herz rausnehmen, Chlorbad, passt schon. Wollte gerade sagen, so eine Operation am offenen Herzen ist momentan nicht ganz so erste Wahl, weil macht ganz viel Dreck. Herz zulassen, riesige Chlorspritze. Ja, das ginge auch. Das verteilt sich nur so unglaublich fies. So, war ich hier? Egal. Ja, genau, hier war noch ein. Ging es noch weiter. Ich gehe den Weg jetzt erstmal zu Ende. So, geht wieder aufwärts, wie ich sehe? Oder vielleicht doch nicht? Nein, abwärts, okay. Diese Musik ist komisch. Es hat so komische Dissonanzen mit drin. Ja, höre ich ja nicht. Was veranstaltet der Kolben da mit den. Bechergläser. Warum tut der Kerl nichts dagegen? Wo denn welche?
Der Kerl, der da rumsteht. Wer Kolben denn? Wo denn? Den S-Probe. Der da, der oben, auf dem. Ah. Oben rechts. Besten Gene sind das wohl. Deine Vego. Ich bin nämlich schon schwank, was? ja. Danke. Was? Wir kennen doch YOLO und den alten Kerl. YOLO und Ash, das ist doch. Wir werden doch freiwillig nicht ihre Tochter allein ausgehen lassen, oder? Jeder im Labor ist Labor getragen. Das ist Vorschrift. Aber euch habe ich hier noch nie gesehen. Seid etwa Eindringlinge? Ja, schön, Sie kennenzulernen. Perim. Perimeter wahrscheinlich. Elektroball. Lass mich raten, nochmal Elektroball. Nein, Magnetil. Immer diese verdammten Physiker. Forscher. Physiker. Das ist wirklich Physiker? Sowas nicht verwenden. Biologen ebenso wenig. Was im Spiel werden sie aber meistens Forscher tituliert. Ich weiß. Was greife ich als erstes an, ist die Frage. Ja. Ich meine, du bist mit Psyana nur etwa exakt 10 Level drunter. Finale jetzt schon? Wow. Das war schnell. Er hat lange euch ausgeheilt. Okay, ich weiß halt sehr viele Witze über meine Gürtellinie. Über die Gürtellinie oder drunter? Das ist jetzt die Frage. Wer hat gesagt, dass ich Hosen trage? Das ist so die allgemeine Annahme. Warum hat er gute Augen? Er hat meine Aussage gerade so fasziniert. Oh Mann. Magneton. Gleich dreimal. Und die sind nicht mal verbunden. Warum sind die nicht verbunden? Wieso darf drei Pokémon gleichzeitig aussenden? Das ist unfair. Will ich auch können. Das sind drei zurückgebliebene Pokémon. Die, da kann immer nur einer von denen angreifen. Aha. Fleischschild. Fleischschild. Ja, ich glaube, ich werde da nachher mal umdisponieren. Anderes Feuer-Pokémon mitnehmen. Du hättest es doch einfach trainieren können, aber als es noch rechtzeitig war. Ah. So, macht das Sinn eigentlich nicht, ne? Nicht ansatzweise. Was macht mehr Schaden, als wenn du gar nichts tust? Gar nichts tun wäre ungefähr Baumwollsaat, ne? Baumwollsaat verlangsamt die Gegner nur, das macht echt keinen Sinn. Eben. Nun denn. Eine unglaublich sichere Schraube einfach. Die ist ziemlich locker. Jasmin und so, ne? Jasmin? Stahlarena-Leiterin Yoto? Ich hab keine Ahnung. Das Bild hast du mir, glaube ich, mal gezeigt. Ach so, ja. Die hieß Jasmin. Okay. Oder Jasmina. Ich hab Jasmina. Also mit Zeugblieben hast du auf jeden Fall recht gehabt. Sie treffen überhaupt nichts. Donner ist einfach, hat eine Trefferchance von nur 70. Ja, ich meine, es war jetzt zweimal hintereinander. Pokémon ist 70 verdammt niedrig. Ach so. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber es wirkt immer so wie dieses Power Rangers Assemble-Ding. Diese super Moves da. OP oder OP? Das ist jetzt die Frage. Das macht, glaube ich, ganz, ganz wenig Sinn.
Ne? Okay, für ein, ich wäre ja für eine OP. Am Herzen der Pokémon. Ne, ich bin fast fertig. Schön. Nein, ich verteile mein Team ganz fair. Das ist super. Fährt. Ihr kommt viel zu spät, ich finde gar nichts mehr. Doch, ich habe eine DNA-Probe gefunden. Die ist von meinem Opa. Und komische, aufgemalte Behälter.